Willkommen beim Vortrag Sanfter Wechsel von zum Beispiel Windows zu Linux. Hier in Kurzform, denn letztlich ist es egal, wo ihr herkommt. Wichtiger ist, wohin wir gehen. Ich heiße Frederik Müller, habe vor 15 Jahren das erste Mal eine Software installiert, die, wie soll man sagen, ja, Open Source ist. Und lebe seit 3 Jahren inzwischen im privaten Umfeld komplett frei von Microsoft, Apple und auch Google. Das ist ein bisschen stur, manchmal schwierig und ich mache mir nicht nur Freunde, aber ich sehe es als Experiment, es klappt. Warum wechseln? Gibt es verschiedene Gründe. Also zum Beispiel, weil einem das Betriebssystem ständig ungefragt und unangemeldet nach Hause telefonieren will. Das passt mir nicht. Ich bin auch nicht einverstanden, wenn das Betriebssystem meint, es müsste, während ich gerade irgendwo unterwegs bin, auf hoher See, sage ich mal, meine, es legt genau jetzt einen Reboot hin, weil irgendwelche wichtigen Updates da sind. Das ist einfach nicht mein Fall und da fühle ich mich als Nutzer veräppelt und ein bisschen unmündig. Es gibt andere Systeme, die das eben besser abbilden. Ein Grund ist natürlich, dass Linux einfach Spaß macht. Ich denke, einige werden hier schon ein bisschen experimentiert haben. Nicht nur blanke, wie soll man sagen, Windows- oder Apple-Nutzer. Und mir selber ist es wichtig, weil ich eben freie Software einfach mag. Also auch diesen Gemeinschaftsgedanken, dass eine offene Community eine Software erstellt, die echt benutzbar ist oder mehrere Programme. Und das Thema, finde ich, passt hier relativ gut in Einsteigerforum. Bei mir selber hat der Wechsel 5 Jahre gedauert. Also vom ersten Überlegen, ich installiere tatsächlich mein Linux, nicht nur irgendein Programmchen, sondern ein komplettes Betriebssystem, bis hin zu, ich arbeite quasi zu Hause nur noch auf Linux-Ebene. In der Beschreibung war das so angekündigt, weil ich das Gefühl habe, dass manche Leute sich nicht so recht ranwagen. Ja, das ist ja dann ein ganz anderes Ding. Und kann ich denn da überhaupt noch im Internet surfen? Kann ich noch einen Brief schreiben? Das ist doch alles ganz anders, als ich es vielleicht jetzt gewohnt bin in meinem momentanen Betriebssystem. Ja, und die Angst kann ich nehmen. Also es gibt genauso bunte, blinkende Oberflächen, wie man es von Apple kennt, wie man es unter Windows kennt. Man kann natürlich auf der Kommandozeile arbeiten, auf der Shell, das ist eine richtige Waffe, da kommt dann später gleich noch ein Vortrag vom Holger Trapp dazu. Man muss aber nicht die Shell benutzen, sondern man kann auch wild mit der Maus herumklicken, also auch das erlaubt Linux. Was wir hier in dem Vortrag jetzt dann behandeln, ist eben, dass wir im Desktop- oder Laptop-Bereich bleiben, also ich kann mich nicht auf Touch-Geräte oder Handys oder sowas beziehen. Habe ich selber keine Erfahrung mit, ist mir vielleicht auch ein bisschen zu heiß, wie da Hardware und Software verwoben sind und so, da habe ich noch nichts selber mal drüber gebügelt, deswegen lasse ich da die Finger von. Ja, Einsteigervortrag. Also ich hoffe, diejenigen, die Linux schon kennen oder benutzen, wissen, warum sie hier drin sitzen. Das dürfte aus der Ankündigung hervorgehen. Ansonsten habe ich jetzt auch kein Mitleid mehr. Was ihr mitbringen müsst, bitte, ein bisschen Grundvoraussetzungen, weil wir können nicht bei Adam und Eva anfangen. Also wenn ich sage, was ist ein Client oder so, dann gehe ich von aus, dass bei jedem Klick macht, okay, irgendein Programm, das bei mir lokal auf dem Rechner läuft. Ja, und zusätzlich vielleicht noch etwas Interesse, Neugierde, das setze ich aber voraus, weil sonst wird er ja nicht da. Und Biss und Durchhaltevermögen und Geduld, jetzt nicht nur hier in dem Vortrag, sondern auch danach, wenn ihr euch dann entscheidet, ja, ich probiere das mal aus mit diesem Linux, komme ich noch dazu, was das denn eigentlich ist. Da manchmal läuft halt auch nicht alles rund, aber das ist in der realen Welt ja genauso. Also insofern keine großen Unterschiede. Ich habe einen kleinen Assistenten dabei. Der sitzt hier und ist noch sehr verhüllt. Das ist ein Tux. Der sieht gerade noch nicht viel und ihr seht ihn auch nicht. Ziel ist, dass der am Ende des Vortrags, also hier völlig entblößt, wie Gott ihn schuf, da sitzt, wenn wir eben dann bei, keine Angst, der ist jugendfrei, also, wenn wir komplett bei einem reinen Linux angekommen sind, dann ist er auch voll sichtbar und erkennbar und ich werde ihn also, denke ich, schrittweise von seiner Umhüllung da befreien. Eine kleine Agenda, endlich mal, was machen wir eigentlich? Es sind 5 Schritte, 5 Stufen, 5 Punkte. Das erste mit einer Null ist kein Fehler in meiner Unkenntnis der Nummerierung, sondern tatsächlich Absicht. Plattformübergreifende Programme heißt, wir bleiben in der gewohnten Betriebssystemumgebung und installieren ein Programm drauf, das vielleicht auf einem anderen Betriebssystem auch laufen kann oder sogar genauso läuft oder genauso ausschaut. Das ist für den Einstieg ganz gut, weil dann weiß man schon, wenn man dann später zu Linux hingewechselt ist, ich nehme den gleichen Browser, den kenne ich ja schon und muss nicht da auch noch umlernen oder sowas. Also das wäre so ein Schritt, den man eigentlich vorweg nehmen kann. Dann gibt es 2 Stufen, sage ich mal, also Live-System, wie man den Rechner von außen startet und sich Linux aber schon mal angucken kann. Dual Boot heißt, wir installieren neben dem bestehenden System nochmal Linux und können dann auswählen beim Starten, welches starten soll.
davon zurück dann wieder zu dem Single Boot, weil wir dann irgendwann, was auch immer da vorher drauf war, platt machen und Linux installieren. Also ich führe es nicht live vor, das wird nur vorgestellt, ne? Sonst wären wir hier nicht fertig. Gut, Hardware, das geht ganz schnell. Und ja, noch ein bisschen Ausblick, wenn wir dann noch Zeit haben, mal gucken. Kurze Frage in die Runde, wer benutzt denn alles noch Microsoft Windows in irgendeiner Form? Also, wow. Ja, ihr dürft es nie wieder so offen äußern wie jetzt und hier. Ne? Also ich sehe schon, Schwerpunkt mit Windows ist ganz okay, da komme ich selbst auch ursprünglich her. Da kann ich am meisten zu sagen, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt. So, jetzt fangen wir an mit Stufe 0. Plattformübergreifende Programme. Also Cross-Plattform heißt für mich, für eine Software erstmal, wir ändern nichts am Betriebssystem selbst, das bleibt so wie es ist. Ich nenne jetzt mal allgemein Windows. Die Apple-Jünger mögen mir verzeihen. Ihr setzt halt dort, wo ich Windows sage, setzt ihr Apple ein. Ne? Gedanklich. Es ist hier wie beim Schwimmen. Also wenn man lernt, einen Rechner zu bedienen, dann ist es eigentlich genauso wie hier, ob ich das im Baggersee mache oder im Hallenbad oder im Freibad. Das Schwimmen an sich ist immer das Gleiche. Ich schwimme immer im Wasser. Beim Autofahren ist es ähnlich. Ich mache einen Führerschein für ein Fahrzeug. Ich muss aber nicht nur ein bestimmtes Fabrikat von einem bestimmten Hersteller irgendwie von A nach B fahren, sondern ich kann mich einfach hinsetzen und ich habe ein Lenkrad und irgendwie, na, das klappt. Nur wenn man dann an Schulen schaut oder auch Erwachsenenbildung, Volkshochschulen und so weiter, dann heißt da Textverarbeitung automatisch das gleiche Wort, synonym Microsoft Word, als gäbe es nichts anderes. Das ist ein, wie soll man sagen, ja, mehr oder weniger gewachsener oder gesponserter Industriestandard inzwischen. Und ja, es ist halt nicht das Einzige irgendwie. Und ja, wie soll man sagen? Man kann also sich Programme holen, die das plattformübergreifend umsteigen ermöglichen. Wir haben hier das Motto Barrieren einreißen. Wenn man umsteigen will oder was Neues tun, dann ist die erste Barriere, die es einzureißen gilt, die in unseren Köpfen. Es muss hier oben ein bisschen Klick machen, irgendwie muss mal Neugierde entstehen oder so. Wenn da von außen einer kommt und sagt, du kriegst jetzt mit der Keule hier ein Linux vorgesetzt, dann haben wir die Situation wie in München. Linux, ne, das läuft ja nicht so richtig. Und wenn der Kopf dann mal soweit ist, dann kann man also auch das Betriebssystem möglicherweise hinterher schieben, so nach und nach. Ich will nicht gleich irgendein Programm nennen, sondern vielleicht ein Beispiel von Textdateien, ein Grundprinzip, dass man sich also beim Speichern von Daten oder Dateien was zulegt, was überall funktionieren kann. Also Textdateien, wie gesagt, nur als Beispiel. Wenn wir mit der heutigen Version von Microsoft Word, also aus dem Microsoft Office Paket, versuchen, eine Word-Datei aus dem Jahr 1997 zu öffnen, dann geht es nicht. Ist vorbei, ist aus, ist nicht mehr abwärtskompatibel. Microsoft hat irgendwann gesagt, ja, unterstützen wir, nicht mehr Pech gehabt. Eine Textdatei von 1997, also reines .txt, kriegt ihr wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch auf. Mit irgendeinem schlanken Editor, mit irgendwas, was auf jedem System vorhanden ist, kriege ich die Dinger also geöffnet, geschlossen, kann sie zumindest lesen, kann reingucken, was da drin ist, weil das ist eigentlich der wesentliche Teil erstmal. Gut, noch ein paar andere Vorteile, also Versionsverwaltung und man kann vergleichen, Unterschiede ganz schnell erkennen und sowas. Ja, Quellcode für Programme dann, also Source Code ist natürlich auch eine feine Geschichte, weil der Mensch muss es ja irgendwie lesen können. Texteditoren sind schnell. Ich sehe, wie Leute Microsoft Word starten, um mal schnelle Telefonnummer digital zu erfassen. Bis Word hochgefahren ist, sind schon 30 Sekunden rum. Also man kann drüber nachdenken. Ne? Also bevor man sich ein neues Format anlegt, was macht denn das eigentlich? Klappt das auch auf anderen Plattformen? Bindungen meiden, ja. Also Dateisysteme sind ja immer aufs Betriebssystem bezogen in irgendeiner Form. HFS Plus heißt bei Mac, ne? Ja. X3, X4 oder was auch immer unter Linux. FAT läuft beim USB-Stick zum Beispiel in alle Richtungen. Also es bringt nichts, wenn ich was draufschreibe, ich stecke es an einen anderen Rechner an und dann wird es nicht erkannt. Also ich kann dann auch die Inhalte nicht lesen. Ja, Notizen, Wiki, Schlagwortkatalog, Beispiel Bildersammlung aus dem Urlaub. Also man fährt da irgendwo schön hin und hat dann das Bild, das irgendwas zeigt und dann schreibt man noch Schlagworte nebendran, wie Sonnenuntergang und der Schorsch beim Bier trinken oder so. Und dann kann man später am Ende sich aus dem Katalog rausziehen, auf welchen Bildern ist denn überall der Schorsch drauf, weil man eben die Schlagworte ja erstellt hat. Das macht man schön in dem Bildbetrachtungs- oder Bildverwaltungsprogramm seiner Wahl und dann wechselt man das Betriebssystem und dann ist das alles für die Katz, weil da gibt es die Software nicht für. Wenn man das schon hat, ist egal, aber wenn man sagt, okay, ich will jetzt beispielsweise meine Bilder verwalten oder mir ein persönliches Wiki erstellen für mich, für meine eigenen Notizen, dann könnte man im Hinterkopf vielleicht behalten, dass man das auch woanders mit hinnehmen möchte. Also sind wir schon beim Einstieg, wie geht es am besten? Informationen, Werbung gibt es natürlich überall, vor allem beim Hersteller. Also sehe ich nicht als neutral, das gilt für alle Welten. Also ob das jetzt ein Softwarehaus ist, das Geld verdienen muss oder
die Open-Source-Welt, schreibt erstmal jeder hin, meins ist das Schönste. Das ist völlig normal, das ist auch legitim. So richtig neutral ist es halt nicht, fairerweise muss man das sagen. So, und wissenschaftlich oder nicht, aber ich finde, Wikipedia ist dafür eine tolle Quelle. Man sieht hier sofort, für welche Betriebssysteme ein Programm geeignet ist. Das Kästchen ist auf der Wiki-Seite bei einer Software eigentlich immer rechts oben und da steht hier Betriebssystem. Und wenn da nicht mindestens drei stehen, dann schalte ich schon weiter. Das kostet mich ungefähr 5 Sekunden, nämlich den Programmnamen eingeben, den ich vielleicht benutzen will. Ich gucke da hin und wenn da steht, was weiß ich, nur unter Windows oder so, weg, dann schaue ich mich nach einer Alternative um. Weiter unten, also das ist jetzt hier nicht abgebildet, kommt aber noch, da steht dann immer noch, unter welcher Lizenz die Software veröffentlicht ist. Das kann auch hilfreich sein, wenn man stur ist und nur GPL verwenden will oder sowas. 2, 3 Beispiele dazu, die sind als Programme wahrscheinlich bekannt. Also bei den Betriebssystemen an sich kommt ja in der Regel irgendein Browser mit. Also dieses Ding, mit dem man Webseiten im Internet besuchen kann. Bei Windows ist es halt der Internet Explorer nach wie vor oder eben Edge. Apple, der Safari. Bei den Großen sind dann noch Opera und Chrome zu nennen. Wobei Opera, weiß ich gar nicht genau, ob der noch so richtig existiert. Diese 4 Vorgenannten haben alle eins gemeinsam. Die kommen von irgendeinem großen Konzern, der Geld verdienen muss. Also Microsoft, Apple und auch Opera und Chrome von Google, die wollen ja irgendwie Geld verdienen. Und der Firefox hat seine Stärken, hat seine Schwächen. Manche benutzen ganz gezielt einen anderen Browser. Eine der Stärken ist, er funktioniert plattformübergreifend. Also ich kann ihn unter Windows installieren, schaut genauso aus wie unter Linux, schaut hoffentlich genauso aus auf dem Apple. Also ist die gleiche Bedienung, die gleiche Oberfläche, die Tastenkürzel, die ich auf einem System gelernt habe, funktioniert im anderen auch. Und einer der großen Vorteile ist, der wird also von einer freien Gemeinschaft entwickelt. Die Mozilla Stiftung, die den Firefox bereitstellt, die ist gemeinnützig und kein reiner Kommerzkonzern. Deswegen finde ich den zum Einstieg ganz cool. War 2001 mein erstes Programmchen, das ich gezielt installiert habe und auf das geachtet. Bei Mails ähnlich, was man hier schön erkennen kann, das ist jetzt hier Apple Mail. Und da steht Betriebssystem, da stehen genau 2 und beide irgendwas mit OS. Also läuft nur auf Apple. Ist toll, schick, hat bestimmt seine Vorteile, ist gut ins System integriert, aber halt nur für Apple. Ne? So, und dann ziehen wir hier unten noch die Lizenz, das hatte ich vorher noch angedeutet. Da steht also proprietär hinten dran. Jede proprietäre Lizenz ist ein bisschen anders. Ich bin beruflich in der Windows-Welt zu Hause, ich weiß, dass da manchmal ganz schön viel Zeug drin steht. Wer sollte das alles lesen? Also das ist dem Anwender ja fast nicht zuzumuten und meistens klickt man auf, ja, ja, habe ich verstanden und weiter. Wenn man einmal eine GPL gelesen hat und halbwegs verstanden und hier steht irgendwas von GNU-GPL oder sowas da unten als Lizenz, dann weiß man ungefähr, was man hat. Zumindest, dass man nicht, was weiß ich, gleich noch Waschmaschinen dazu kauft oder so. Ja, da auch wieder, jetzt keine gezielte Werbung für die Mozilla Foundation, aber der Thunderbird funktioniert halt auch plattformübergreifend. Ich habe später noch eine Folie dazu, wie man mit einem Thunderbird-Profil im Dual-Boot quasi, also egal ob von Linux oder von Windows aus, dann den gleichen Mail-Client benutzt. Also wirklich das gleiche Profil. Immer noch Stufe 0 Office-Paket, also Briefchen schreiben und solche Geschichten, ne? Word, Excel, PowerPoint in der Microsoft-Welt. Dann kommt bei LibreOffice kommt dann noch Draw und Impress dazu für ja, Datenbanken, Impress hier für die Präsentation. Man kann ganz toll Formeln bauen, gibt es auch plattformübergreifend. Frei, offen, funktioniert, kann sofort PDFs erzeugen. Da hat Microsoft ganz lange dazu gebraucht, bis mal ein PDF-Erzeugungsgerät quasi nativ beim Office-Paket dabei war. Das gibt sich nichts. Also es ist einfach, es funktioniert. Unterhaltung, ja, ist so ein bisschen Sammelpunkt. Also fängt an beim Einkauf im Elektrofachgeschäft, geht dann beim Import von der CD weiter. Also wenn man es über iTunes macht, dann kann man wahrscheinlich die Musik auf, weiß nicht, 3 oder 5 oder 10 Geräten teilen und dann sagt aber der Anbieter von iTunes, ja, jetzt ist mal gut, ne? Das passt mir irgendwie auch nicht. Also wenn ich mir eine CD kaufe und die einlese, also auf völlig legalen Weg natürlich, dann will ich die auf meinetwegen 100 Geräten verteilt haben, ohne dass da irgendwer mit reinmeckert oder so. Warum? Ich werde es nie brauchen, 100 Stück, aber ich möchte die Möglichkeit dazu haben. Bilder bearbeiten im professionellen Sinne, also nicht nur angucken. GIMP ist mal angetreten, um Adobe Photoshop Konkurrenz zu machen und es scheint wohl auch gelungen zu sein. Ja, Videos. Der VLC ist eine Waffe, also der frisst alles, was man ihm hinschmeißt, was in irgendeiner Form mit Musik oder Bild oder Video oder Bewegung zu tun hat. Er spielt es einfach ab und zwar auch auf allen Systemen. Also den installiere ich nach auf dem Linux-System, wenn er noch nicht da ist. Und dann spielt er das eben. Jetzt haben wir hier, das war als Tagesordnungspunkt 0 ja bezeichnet, wir haben ja noch kein Linux installiert oder so, aber
Wir haben uns zumindest mal ein bisschen orientiert und ich würde sagen, jetzt darf der hier zumindest mal ein bisschen rausspitzen, ja, weil ja schon ein paar Gedanken vielleicht in die richtige Richtung gehen. Live-Systeme. Was zeichnet ein Live-System aus? Wir starten unseren vorhandenen Rechner, unsere Hardware von extern. Normalerweise drücke ich auf den Knopf und da fährt irgendwas hoch und das Betriebssystem ist auf einer Festplatte in diesem Rechner installiert. Mal so der ganz allgemeine Fall. Wenn ich ein Live-System habe, dann ist es auf irgendeinem externen Datenträger, CD, DVD, SD-Karte, USB-Stick oder sowas, stecke ich an den Rechner dran, schalte den Rechner ein und das System bootet von diesem externen Datenträger. Vorteile und Nachteile, man kann es also ganz toll nehmen, auch um Daten zu sichern. Wenn das Hauptsystem kaputt ist, kann ich vom Live-System aus drauf gucken. Und vor allem, was uns jetzt hier mehr interessiert, ich kann einfach Sachen ausprobieren, ohne dass ich bleibende Spuren hinterlasse. Also im Idealfall starte ich den Rechner, spiele ein bisschen rum, fahre wieder runter und ist danach alles wie vorher. Gleichzeitig der Nachteil, wenn ich irgendwelche Änderungen speichern möchte, kann ich die erstmal nicht speichern, weil es ja nach dem Runterfahren wieder weg ist. Also wir sind uns weg von dem Live-System. Man kann das ändern, aber die Grundanstellung ist erstmal so. Es könnte sein, dass die Geschwindigkeit beim Start ein bisschen langsamer ist, weil ja nicht von intern gelesen wird, sondern von einem externen Datenträger. Da ist ein bisschen Zwischenweg dann da oder sowas, aber man hat dann eh beim Hochfahren noch ein bisschen was zu gucken und so. Das ist eigentlich völlig okay. Ja, die liebe Linux-Welt. Wenn man sich ein Auto kauft, dann geht's, also ich spreche jetzt mal von einem Gebrauchtwagen, will ich einen Rennwagen fahren oder will ich Sachen transportieren? Will ich ein rotes oder ein schwarzes Auto haben? Will ich Ledersitze oder einen Stoff oder so? Das ist ganz einfach Geschmackssache. Und da gibt es wahrscheinlich genauso viele verschiedene Gebrauchtwagentypen, wie es Linuxe auf dem Planeten gibt, also verschiedene Distributionen, da kommt später noch eine Folie zu, und dann darauf noch verschiedene Desktops, das mag ein bisschen abschrecken und verwirren am Anfang. Es ist letztlich völlig wurscht, wo ihr anfangt, macht's einfach. Guckt euch um, schaut euch Bilder an, geht durchs Netz mit der Suchmaschine des geringsten Misstrauens und na, was gefällt mir denn? Also muss ich viel Vorwissen haben oder nur ein bisschen? Das steht dann irgendwo wahrscheinlich schon kompakt mal dabei. Man kann wahrscheinlich jede Oberfläche auch konfigurieren und aus dem Grün in Blau machen oder so. Aber erstmal einfach, wo fühle ich mich denn wohl? Wo finde ich mich wieder, wenn ich da dann vor der Kiste sitze und irgendwas machen soll? Was gefällt mir denn da? Also wenn ich dann schon eine Oberfläche habe, die mich eigentlich anspeit, dann werde ich da wahrscheinlich nicht so viel Spaß mit haben. Deswegen kann man sich ruhig Bilder angucken. Empfehlungen sind immer eine tolle Sache. Also hier, ne, guckt euch um, dreht euch nach links oder rechts, fragt den freundlichen Nachbarn, hey, du hast schon Linux installiert, welches denn, warum, was findest du da besonders gut und warum hast du nicht eine andere Distribution genommen? Macht es hier in den Gängen, in den Pausen, mittags, quatscht, redet, das ist nicht nur hier Vorträge und Scheuklappen, sondern man darf auch kommunizieren, ja, also so von Mensch zu Mensch und so, trotz digitalem Zeitalter. Also einfach fragen, ja, also besser als hier geht es ja eigentlich nicht mehr, alles andere müsst ihr irgendwo nachlesen oder was im Internet dann. Bewusst, dass das in Anführungszeichen, weil das Linux gibt es an sich nicht. Es gibt halt verschiedene Distributionen und da dann noch irgendwelche Abkömmlinge von. Also wenn wir Debian als große Distribution nehmen, dann hängt da unten drunter ein Ubuntu. Das kann auch ein K-Ubuntu sein oder ein Edubuntu oder ein X-Ubuntu. Und darunter hängt dann möglicherweise wieder ein Linux Mint. Der Screenshot vorhin war von Linux Mint. Das ist für meinen Geschmack schon recht nah an Windows dran. Ich benutze es zu Hause auf dem Desktop, weil auch ein Startmenü und die Fenster schauen irgendwie ähnlich aus und so. Ich muss nicht so viel umdenken. Zorin OS, also hier das unterste, habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt, ist aber wohl angetreten, um möglichst Windows-ähnlich rüberzukommen. Ist jetzt dann auch wieder Geschmackssache, wenn man weg will von Windows, warum sollte ich dann was Windows-ähnliches nehmen? Andererseits, wenn man damit flüssig arbeiten kann, warum nicht? Also, wie gesagt, Geschmackssache. Da nicht abschrecken lassen, einfach gucken, machen, ausprobieren. Beim Live-System ist es ja letztlich egal. Wie kriegen wir auf ein Boot-Medium, ich nehme jetzt beispielhaft den USB-Stick, weil CD oder DVD brennen dauert länger und USB-Stick ist einfach schnell und flott. Wie kriege ich jetzt ein Linux-Live-System auf diesen Stick drauf? Man muss also ein sogenanntes Boot-Medium erstellen. Von diesem Boot-Medium bootet dann der Rechner, also startet der Rechner. Gibt es eigentlich wenig Kleinigkeiten zu beachten, nämlich ist es ein 32- oder 64-Bit-System. Für die Windows-Benutzer drückt Windows-Taste und Pause, also den Pause-Knopf, der heißt so, der steht da drauf. Und dann kriegt ihr die Systeminformation angezeigt und da steht 32 oder 64 Bit, dann wisst ihr das schon mal. Und ja, Arbeitsspeicher ist vielleicht auch noch so eine ganz wichtige Empfehlung. Also bei allen Linux-Systemen, die man sich so laden kann, stehen ja irgendwelche Mindestsystemanforderungen dabei. Wie groß die Platte sein soll und wie schnell und vielleicht was für ein Prozessor empfohlen wird. Da sollte man sich auch beim Live-System, sage ich mal, einigermaßen dran halten. Sonst startet das Ding vielleicht gar nicht oder so. Dann hat man wenig Erfolg am Anfang. Die kommen in der Regel in solchen .iso-Dateien daher, liegen auf einem Webserver, da kann man die dann runterladen, diese noch nicht ganz fertigen Boot-Images.
seid ihr da auf einer Webseite, findet so eine ISO-Datei, am besten noch im Internet Explorer, ladet die runter und installiert fröhlich ein System. Na, gute Nacht, ne? Also die ISO-Datei an sich ist vielleicht auf dem Server so und ihr ladet was runter über eine Verbindung, ich weiß nicht genau, wie die ausschaut. Deswegen gibt es die sogenannte Prüfsumme, das soll jetzt nicht abschrecken oder was, das ist einfach ja, eine Zahl, sage ich mal, die über diese Datei gebildet wurde. Sowohl auf dem Server, wo ihr die runterladet, also ihr vertraut ja dem Server, sonst würdet ihr da nichts runterladen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich lade nichts runter, wenn ich nicht vertraue. So. Dann ist die Datei auf eurem Rechner gelandet, lokal, und dann muss sie ja zumindest mal genauso groß sein. Das ist ja schon mal ein gutes Indiz, dass vielleicht da unterwegs nicht noch irgendwas anderes passiert ist oder so. Und das kann man über diese Prüfsummengeschichte machen. Ich will nicht so tief reingehen, nur wenn da irgendwo Prüfsumme steht, macht's, guckt es euch an. USB-Stick vorbereiten. Diese ISOs haben eine Größe so zwischen 1 und 4 Gig. Ja, ich würde sagen USB-Stick mit 4 bis 8 GB. Also wenn ihr nicht eher einen rumliegen habt, dann kauft einen für 8 Euro. Ich meine, Windows 10 kostet im Laden, ich weiß nicht wie viel, aber da sind wir also wahrscheinlich in einem ja, knapp unter dreistelligen Betrag. Wenn man zum Ausprobieren sich einen USB-Stick kaufen muss für 10 Euro, ich halte das für zumutbar. Dann gibt es ein tolles Werkzeug, es gibt bestimmt auch andere, aber dieses UNet Boot In, also so ein Universal Boot Installer Hilfsteil, gibt es für Windows, für Apple und auch für Linux, wobei bei Linux auch nochmal was anderes dabei ist, ganz toll, hat eine grafische Oberfläche, wow, ein Assistent, also das ist echt, ihr ladet das ISO-File runter, habt die Prüfsumme gebildet, dann startet ihr dieses Programmchen hier und dann sind es also drei Klicks, die ISO-Datei auswählen, sagen, dass ihr einen USB-Stick nimmt, das nochmal genau nachgucken, weil sonst schreibt ihr vielleicht auf die eigene Platte oder so, also es muss wirklich dann der USB-Stick sein, ne? Das Ding schreibt, also kommt nochmal eine kurze Warnung, aber es schreibt. So, und dann auf okay klicken und dann ist das Ding fertig. Also dann hat man wirklich, das sind diese paar Schrittchen hier. Und dann habt ihr ein Betriebssystem auf einem Stick, das könnt ihr überall mit hinnehmen, im Urlaub, ins Internetcafé, sonst irgendwas. Ich habe gesagt, beim Live-System schreiben wir ja nicht auf System. Das ist ja Sinn und Zweck des Live-Systems, dass wir nicht auf unseren Hauptrechner schreiben. Trotzdem wäre es schon eine gute Idee, wir schrauben an der Karosserie rum und vielleicht läuft noch der Motor nebenbei und so. Da wäre es, denke ich, ganz gut, mal über eine Datensicherung nachzudenken, und zwar Daten und Programme. Also Daten heißt irgendwelche Bilder, Textdokumente und so ein Zeug. Programme, die ihr vielleicht nachinstalliert habt, die sind ja dann möglicherweise danach auch weg. Jetzt beim Live-System noch nicht, aber später dann auf alle Fälle. Wenn man dann irgendwo sich Hilfe sucht, vielleicht in irgendeinem Forum oder so, dann heißt es ab und zu, ja, spiel dein Backup wieder ein, dann bist du wieder da, wo du vorher warst, hast nichts kaputt gemacht, aber wer kein Backup hat, hat auch kein Mitleid verdient. So. Ich habe zu Hause 80 GB Urlaubs- und Hochzeitsfotos geschossen. Ist kein Scheiß, ist vor anderthalb Jahren passiert. Ich wollte auf der Kommandozeile experimentieren. Und dann war ich ganz froh, dass am Fernseher zufällig noch eine externe Festplatte hing, die den Stand von vor 3 Monaten zumindest hatte. Ich habe meiner Frau ganz schnell gebeichtet, aber ich habe, glaube ich, 3 Kilo abgenommen in 5 Minuten, weil ich geschwitzt habe. Das Hochzeitsbilder, hallo, geht's noch? So, wir wollen den Rechner starten. Da gibt es ja, Risiko und Chance. Also Risiko ist, wenn der Rechner normalerweise startet, der ja, von der internen Platte. Man kann dem aber im BIOS bereits sagen, ich werde auf UEFI nicht eingehen, sondern die Kisten, die ich angefasst habe, hatten immer ein BIOS drauf, also Basic Input Output System, ja, so das, was vor dem Betriebssystem noch kommt, Nullen und Einsen und so. Das, wie soll man sagen, normalerweise startet es von der Platte aus und holt sich da das System und sagt dann, okay, da ist jetzt ein Windows drauf, das starte ich jetzt, weil ist ja gerade eh nichts anderes da, also nehmen wir mal das. Wenn alles in Ordnung ist, es auch gut und der schnellste Weg. Man kann aber diesem BIOS auch sagen, dass es zuerst mal auf einem anderen Datenträger nachschauen soll. Früher war es das Kettenlaufwerk oder eben CD. Hat den Vorteil, wenn an der Festplatte irgendwas kaputt sein sollte und er von da nicht startet, dann kommt er in eine Endlosschleife und startet nie. Wenn man aber sagt, guck vorher erstmal, ob ein externes Medium dranhängt, also USB-Stick oder CD oder so, dann könnte man von da aus noch das System vielleicht retten. Andererseits, wenn natürlich jemand, deswegen Risiko, physisch Zugang zu dem Rechner hat und der ist auf schau erst extern nach eingestellt und ein böser Bube kommt her und steckt da, oder der lustige Nachbar, ne, steckt hier einen USB-Stick rein und drückt auf Starten, dann bootet natürlich der Rechner ja, vom Stick und dann habe ich die volle Kontrolle darüber. Dann sind auch Passwörter egal, die auf dem Hauptsystem liegen und so, das spielt dann keine Rolle. Ich kann also mich im Dateisystem umgucken und alle möglichen Sachen treiben, lustige oder auch nicht so lustige. Ja, man musste das möglicherweise im BIOS noch umstellen, dass es auf jeden Fall jetzt in dem Fall den USB-Stick verwenden soll, weil wir wollen ja gezielt auf unserem Rechner, ist ja mein Rechner, kann ich machen, was ich will, ein Live-System booten. Wie kommt man da hin? Wenn ihr den Startknopf am Rechner drückt, ob das ein Desktop ist oder ein Laptop, ist völlig egal, dann gibt es da irgend so eine Meldung auf dem schwarzen Bildschirm.
Da steht Press Delete to run Setup in dem Fall, also hier die Del-Taste oder Entfernen eben auf Deutsch. Das kann auch sein, dass die F2 oder F3 heißt. Das sagt euch dieser Bildschirm aber. Dann müsst ihr die halt drücken innerhalb von, weiß ich nicht, 3 bis 5 Sekunden, sonst ist das System ja schon hochgefahren. Dann kommt man hier also ins BIOS. Das ist halbwegs grafisch. Man kann auf jeden Fall mit der Tastatur da drin navigieren, macht ja Sinn. Mit der Maus vielleicht, bei neueren BIOS-Typen geht es auch mit der Maus. Und dann wählt man also hier, das heißt dann irgendwie, ja, Boot, Reihenfolge, Boot, Order, irgend sowas in der Richtung, man findet es dann schon, so groß ist das Ding nicht. Dann hat man jetzt ja die Einstellung geändert, dass man sagt, ich will nicht mehr von der lokalen Festplatte booten, sondern vom USB-Stick. Und dann will man aus dem BIOS wieder raus und dann kriegt man normalerweise noch die Frage, ob man speichern möchte. Natürlich ja, weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Ist dann so ein charmanter Dialog. Und die Tastatur beim BIOS ist meistens eigentlich noch auf Englisch eingestellt. Das heißt, wenn ihr auf der Tastatur auf der Deutschen, also eine Querz, müsst ihr das Z drücken, weil das Z auf der englischen, also Z und Y sind getauscht auf der englischen Tastatur. Das weiß das Ding aber nicht. So, dann startet das System. Dauert ein bisschen, bis es geladen ist, aber dann kriegt ihr zum Beispiel so einen Bildschirm. Also das ist ein Live-System vom USB-Stick. Das ist jetzt ein Linux Mint 18.1. Vor 1,5 Wochen für den Vortrag auf dem Windows-Rechner draufgepackt. Schaut so aus, wenn das Live-System startet. Man kann freundlicherweise, wenn das Live-System dann hochgefahren ist, auch gleich noch installieren, wenn man das dann möchte. Also vom Live-System aus. Das wäre aber dann schon die nächste Stufe. Und jetzt haben wir zumindest, ohne tatsächlich fest zu installieren, aber hey, wir haben Linux gebootet. Ist geil. Da darf man doch mal mit beiden Augen gucken. So. Die nächste Stufe ist, dass wir eine bleibende Änderung auf dem System hervorrufen, indem wir tatsächlich Linux installieren, und zwar nicht alleinig auf dem Rechner, sondern wir schreiben es nebendran. Freundlicherweise sind also die Installationsassistenten, die ich in der Kur hatte, alle so gestrickt, dass die sich vorher erstmal umschauen. Also wenn man dann auf Installieren klicken würde oder sich eben entscheidet, Linux auf einem Rechner zu installieren, auf dem schon irgendwas anderes besteht, zum Beispiel eben in Windows, dann sagt der Installationsassistent, hey, ich habe da was gefunden, das ist ein Windows 10, das braucht gerade so und so viel Platz. Willst du dich daneben dran schreiben oder willst du es platt machen? Das finde ich super. Das ist total tolerant. Das ist Wahnsinn. Das ist genau das, was ich als Nutzer erwarten würde. XP macht da ganz andere Dinge. Also das, wie soll ich denn sagen, ja, das macht halt alles platt, was vorher da war. Ne? Windows 10 habe ich noch nicht installieren müssen, zum Glück. Das ursprüngliche Betriebssystem bleibt erhalten. Ich kann mir beim Booten aussuchen, welches ich haben möchte. Das ist ein bisschen so wie die Allyaris-Reifen. Also ich habe mich halt noch nicht so ganz entschieden. Man kann aber Vorteile haben. Also wie so ein Zweitwagen im Sommer als Cabriolet oder so. Kann man das eben so machen. Jetzt wirklich ja, weil wir schreiben auf System. Also wir installieren was und deswegen Daten sichern. Daten und Programme. Da habe ich was gefunden beim Update auf Debian, ich glaube 8 war es. Das finde ich schön. Das gilt immer, aber es gilt besonders dann, wenn wir installieren. Und es gilt auch beim Bilderlöschen. Ich denke, Macht ist in dem Fall nicht mit Macht gemeint, sondern Kontrolle über das Betriebssystem. Also das ja, Macht ist ein bisschen so ein zweideutiger Begriff. So, und ich erlaube mir da noch die vierte zu ergänzen. Also ja, installiert irgendwas, ist egal welches Linux, aber tut's. Das hier auch ein Screenshot von 18.1. Man sieht jetzt hier so einen schmalen grauen Balken. Das ganze grüne Feld ist die komplette Festplatte, die der Installationsassistent erkennt. Ich habe jetzt links hier, weiß ich nicht, 110 GB oder sowas freigelassen, weil da ja Windows schon drin schlummert, und habe gesagt, na, jetzt hier zum Testen reichen mir 10 GB für mein Linux Mint. Die nehmen wir jetzt mal her und da schreiben wir uns jetzt neben dran. Also man kann die Größe hin und her schieben, das geht mit der Maus grafisch ganz toll, man muss da fast nichts denken, man muss halt vorher mal eine Datensicherung machen, wie gesagt, aber dann läuft das. Zeitzone wird erkannt, Sprache wird erkannt, man kommt sofort ins Internet und so, das ist alles also wirklich, ja. Gut, wenn man einen hat, der ihm vielleicht noch ein bisschen Mut macht, so soll ich jetzt wirklich, ja, mach. Zweiter Rechner parallel, um Sachen nachzugucken, ist immer ganz hilfreich, wenn es doch irgendwo stockt oder so, dann kann man sich da ein bisschen die Angst noch nehmen. Und die Frage noch, um die vorwegzunehmen, also woher weiß dann jetzt der Rechner, was er starten soll, ob jetzt Windows oder das gerade frisch installierte Linux. Normalerweise hat der Installationsassistent einen sogenannten Bootloader dabei, der dann bei den BIOS-Geschichten eben auch funktioniert. Und der lässt einen dann nach dem Startknopf drücken, auswählen, welches System man starten will. Man kann auch die Reihenfolge, die Voreinstellung ändern, dass man, also dass nicht die Antwort abgewertet wird, bis der Nutzer was sagt, sondern dass er automatisch startet. Natürlich ist dann der Linux eingestellt. Ne? Ja.
ist es erforderlich, dass ich über das Live-System gehe? Also man kann das Live-System überspringen. Man kann auch das Dual-Boot überspringen und gleich dann, das ist der nächste Schritt. Wie schaut es eigentlich in der Reihenfolge aus? Erst Windows installieren oder erst Linux installieren? Erst Windows. Also den Rechner, den du im Mediamarkt kaufst, der hat ja Windows drauf. Weil die verkaufen mir leider keine Linux-Rechner. Ich weiß nicht, ob Windows 10 da inzwischen besser geworden ist. Das letzte Windows-System, das ich zu installieren gezwungen war, war ein XP. Das liegt schon ein bisschen zurück. Und XP, also ich habe es ausprobiert. Ich habe erst Linux installiert und dann XP nebendran schreiben wollen. Das geht nicht. XP sagt, öh, geil, Platte. Linux sagt, boah, eine Platte. Da liegt schon XP. Ich schreibe mich daneben oder schreibe ich mich drüber? Du kriegst die Frage gestellt als Installateur in dem Fall. Was willst du machen? Und ich weiß nicht, was Windows 10 macht, vielleicht sind die da besser geworden oder so, aber schon allein diese Grundphilosophie, die... Ja, jetzt haben wir zwei Betriebssysteme auf einem physischen Rechner und man könnte jetzt meinen, man kann da schön in beide Richtungen hin und her arbeiten. Das hier, der Firefox, unser Browser, der auf verschiedenen Plattformen funktioniert. Hier liegt er unter Linux, hier liegt er irgendwo unter Windows auf dem gleichen Rechner. Linux ist schon ein bisschen erwachsen, das kann nämlich lesen und schreiben, ja, das ist toll. Und Windows... Ja, findet entweder gar nichts, das war jetzt der Fall bei Windows 10. Also wenn ich von Windows aus auf die Linux-Partition gucken wollte, war einfach nicht da. Oder XP wollte formatieren. Das hat zwar dann die Partition gefunden und gesagt, das ist irgendwas Komisches, da gehen wir gleich mal mit dem Holzhammer drauf. Im umgekehrten Fall, wenn ich Linux starte und hier in das Benutzerprofil, also das geht jetzt dann auch schon ein bisschen ins Detail, aber ich könnte hier ins Firefox-Benutzerprofil unter Linux auch diesen Pfad hier eintragen und dann habe ich die gleichen Einstellungen. Das heißt, auch unter Linux schaue ich mir eigentlich den Firefox an, der unter Windows abgelegt ist. Aber meine Favoriten bleiben erhalten, meine zuletzt besuchten Seiten, meine Historie und so weiter. Das ist alles noch da. In die andere Richtung geht es natürlich nicht. Ja, jetzt können wir also hier schon sagen, wir haben Linux installiert. Nicht nur gestartet, sondern sogar installiert. Und das, finde ich, veranlasst unseren Freund hier noch ein bisschen mehr Preis zu geben. Die nächste Stufe geht relativ schnell, nämlich wenn wir jetzt vielleicht mit dem Dual Boot ein bisschen experimentiert haben und uns allmählich in Linux da wohlfühlen, also wie gesagt, man kann es auch überspringen, ne? Dann ist es wie im Casino, also all in. Wir machen jetzt die Kiste platt und installieren einfach ja, nur ein reines, frisches, sauberes Linux. Wir können die volle Plattengröße benutzen. Wir haben ein System, müssen uns nicht mehr entscheiden, ja, Fleisch oder Fisch oder ich weiß nicht, ja, sondern es gibt halt nur das Linux, das ist schön. Ja, und da heißt es dann letztmalig natürlich Daten sichern, in dem Fall aber möglicherweise, wenn ihr jetzt mit einem Dual-Boot-System gearbeitet habt, habt ihr auch auf zwei Systemen Daten erzeugt und abgelegt und vielleicht Programme installiert und so. Das heißt, man muss da also schon an mehreren Stellen gucken, also nicht nur das Home-Verzeichnis, sondern vielleicht auch USR und Shared und sowas, aber da hilft dann bestimmt jemand oder man bemüht mal wieder eine Suchmaschine. Wo die Daten bei Windows oder OS X liegen, weiß ich nicht, gerade Programmdaten oder was, keine Ahnung, aber das wissen die Benutzer bestimmt. Ja. Ja. Ja, hey, aber genau das will ich ja. Als ich das erste Mal gemacht habe, den Assistenten, dann da kommt irgendwann die Frage, die komplette Platte wird jetzt überschrieben, sind Sie sicher? Das ist so ein schönes Gefühl. So, es ging jetzt schnell, aber mach dich nackig, bis auf vielleicht einen Fuß will ich noch bedeckt lassen, weil wir haben noch ein bisschen Ergänzungen und so. Aber also wir haben jetzt ein reines Linux am Laufen. Ne? Egal, was da vorher drauf war, wir haben uns entschieden, wir ziehen das durch und ja, das geht. Kurz mal angedeutet zur Hardware. Früher gab es da mal so ein bisschen, ja, geht nicht, Drucker wird nicht erkannt, Digitalkamera wird nicht erkannt, der Druckerhersteller liefert keine Treiber für Linux mit und lauter so ein Zeug. Ich mach's kurz, es ist vorbei. Es läuft einfach, ja, egal was jetzt hier, ich gehe da ein bisschen schneller durch. Es geht, also ich habe kein Stück Hardware zu Hause, was nicht läuft. Das Handy meiner Frau wird erkannt, mein Handy wird erkannt. Also Linux oder manche Linuxe vielleicht und Nvidia-Grafikkarten verstehen sich möglicherweise nicht. Merkt man aber, glaube ich, recht schnell, oder? Weil man sieht halt nichts. Deswegen zweiter Rechner, da kann man nach sowas googeln. Ob es speziell an der Grafikkarte liegt oder an der Linux-Distribution, vielleicht unterstützt es eine andere oder muss man noch ein Patch nachschieben oder sowas, dann kann das klappen. Also wie gesagt, bei mir läuft alles. Das ist jetzt praktisch schon die Königsklasse, da sind wir jetzt ja, fast schon wieder außerhalb von,
vom reinen Linux. Das ist eher eine Sache, die möglicherweise ein bisschen länger dauert, weil man über die einzelnen Schritte nachdenken muss. Also ich sagte vorhin, ich habe kein Google mehr im Haus. Und auch nichts von Apple. Und auch nichts von Windows, also von Microsoft. Da muss man sich echt mit auseinandersetzen, was es denn für Alternativen gibt, aber es gibt praktisch für alles was. Also beim Browser kann man ja, was ich, Pop-Up-Blocker installieren oder einen reinen Textbrowser nehmen, wenn man diese ganzen Bilder nicht sehen will, und dann am besten noch JavaScript deaktivieren, sich dann wundern, warum die Lieblingsbestellwebseite nicht mehr funktioniert, aber also man kann sich da richtig abschotten. Gut, wenn man den Tor-Browser nimmt, der einen dann durch ein Anonymisierungsnetzwerk durchschleust, das ist aber ein eigenes Kapitel. Ja, es gibt andere Suchmaschinen, die auch sich im Internet Explorer zum Beispiel als Standardsuchmaschine einrichten lassen. Das geht, man muss es halt tun. Startpage, DuckDuckGo, was auch immer. Dann kommt man daran vorbei. Also bei mir war es soweit, ich habe es in der Firma, bin ich ja aus gewissen Gründen gezwungen, den Internet Explorer zu benutzen, weil wir interne Tools haben, die nur im IE laufen. Dann kam, weil Google voreingestellt, mal wieder die, wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert, klicken Sie bitte akzeptieren. Nein, ich habe eine andere Suchmaschine eingestellt. Nein, gibt es nicht. Nee, man kann das Fenster schließen. Dankeschön. Nein, gibt es nicht. Ja. Aber ich habe halt eben nicht gesagt, okay, ist mir egal, akzeptiert und weiter, sondern bewusst, das muss hier oben, ne, die Barriere da, die ist ja manchmal. Die beste Alternative zu Google als Suchmaschine war die Frage. Ja, also Google findet viel und ist ganz toll indiziert und so. Ich selbst mag DuckDuckGo sehr gern. Ich habe auf dem Windows-Rechner in der Firma im Internet Explorer Startpage installiert. Startpage ist quasi ein Suchmaschinen-Proxy. Das heißt, die Suchanfrage, die du reintippst ins Suchfeld, wird letztlich zwar an Google weitergegeben. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen beschiss, weil wir nutzen ja indirekt trotzdem Google. Aber zumindest wird deine Suchanfrage nicht an Google weitergegeben. Du hinterlässt keine Spuren, du wirst nicht getrackt. Zumindest sagt das Startpage. Also ich gebe nur das weiter, was ich von Startpage weiß. Wenn die so einen Blödsinn machen wie Web of Trust, dann bin ich hier auch raus. Aber das wird quasi anonymisiert. Du kriegst aber die Ergebnisse angezeigt, die du auch in Google angezeigt kriegen würdest. Startpage. Und da gibt es noch Xquick und irgendeine Metatech-Suchmaschine und so. Also Prison Break wäre eine gute Adresse, da müssten Suchmaschinen auch gelistet sein. Prism Break. Doodle, der mit 2 O, also in der zweiten Zeile, ist ein Laden aus der Schweiz, die auch irgendwie Geld verdienen wollen. Es gibt, ich glaube, TU Dresden ist es, die den Doodle mit dem U zur Verfügung stellt, der kann das Gleiche, ohne gar so viel Daten zu schlucken oder mitzuschreiben. Statt Google Docs oder Google Drive gibt es auch andere Möglichkeiten, online zusammenzuarbeiten, wenn man das möchte, genauso bei Texten. Kalender war bei mir ein Schritt, also ein Google-Konto ist schnell angelegt, dann kann man toll das Handy mit dem Thunderbird noch mit einem Kalender synchron halten, der irgendwo im Netz auf einem Webserver liegt und praktisch von überall erreichbar ist. Es gibt offene freie Protokolle dafür, Calder für Kalender und Karte für Kontakte. Man muss nicht diesen Google-Account benutzen, aber dieses von diesen Dingen noch frei machen, hat bei mir auch nochmal 3 Jahre gedauert ungefähr. Also überlegt jetzt, ja, schaust mal, kommst du ohne Kalender klar. Naja, machst du mal noch nicht, wartest du noch ein halbes Jährchen und so. Das, ja. Mail gibt es 1000 Clients und auch 1000 Möglichkeiten außer Google Mail. Messenger und Chat fangen wir jetzt gar nicht an, weil da also gibt es eigentlich auch nur einen momentan leider. Man muss nicht immer beim größten Online-Händler einkaufen, sondern kann buch7.de zum Beispiel, die waren auf den Augsburger Linux-Tagen, die spenden einen Teil ihrer Einnahmen an gemeinnützige Projekte, ist auch eine gute Geschichte. Also wo die Gelder bei dem großen Versandhändler hingehen, naja, in die eigene Tasche logischerweise. Also man kann da vielleicht auch noch ein bisschen was Gutes tun möglicherweise. Im Zeitalter, ja, vor 3,5 Jahren Snowden, Prism ist ein Programmchen von der NSA und dann gab es oder gibt es eine Webseite dazu, die heißt Prism Break. Also wie kommt man da raus, welchen Browser, welchen Mail-Client, welches Chat-Programm, wenn überhaupt, wie auch immer, setze ich ein, um möglichst wenig durchleuchtet werden zu können. Bin mal gespannt, ob das Ding noch wächst jetzt nach den neuesten Enthüllungen von WikiLeaks eben, also Vault 7, was da noch kommt. So, das wäre die Königsklasse gewesen und jetzt darf der Tux auch sein Beinchen noch zeigen hier. Schlimmer wird es nicht mehr. Zusammenfassung, wir haben uns angeschaut, plattformübergreifende Programme, das heißt, ihr könnt im Windows oder Mac, was auch immer, System bleiben und halt vielleicht in Firefox oder Thunderbird oder irgendein alternatives Programmchen installieren. Müsst noch nichts tun, gibt aber keine großen Bonuspunkte. Stufe 1, Live-System als Zwischenschritt sozusagen. Also man kann mal den Rechner booten und gucken, wie das sich verhalten würde. Auch ob die Grafikkarte funktioniert, müsste dann wahrscheinlich im Live-System ja schon enthalten sein. Stufe 2, dann Dual-Boot. Ich schreibe also nebendran
neben mein bestehendes System, ohne das zu zerschießen in der Regel, nochmal ein Linux und kann dann damit tatsächlich auch arbeiten, Sachen speichern, Änderungen vornehmen, Programme nachinstallieren und es bleibt erhalten. Ist ein möglicher Zwischenschritt, kann auch ein Dauerzustand sein. Ich habe das, wie gesagt, 2 Jahre lang gemacht oder 1,5 vielleicht. Man könnte aber auch direkt diesen Schritt überspringen und also auf ein Single Boot gehen, ein reines Linux zu installieren. Man kann auch einen nackten Rechner kaufen und nur Linux installieren, aber dann ist es ja kein sanfter Wechsel von Windows zu Linux, sondern ja, gezielt gleich ein Linux gekauft. Punkt 3, Hardware. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, sage ich mal, also wie gesagt, ich kann von mir nur sprechen, bei mir läuft die Hardware auch, die dranhängt, die geht. Und ja, Schritt 4 war dann noch, also Alternativen zu finden, wobei das jetzt nicht ausdrücklich auf Linux bezogen war, sondern auch auf andere Dinge. Also ich danke fürs Zuhören. Fragen? Also es war eine kurze Diskussion für die Aufzeichnung, dass FAT genannt war und jetzt eben ein ExtFAT existiert. Also ich selber kann nur sagen, FAT ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber läuft halt noch. Also wenn ich einen Stick habe, den ich mal an den Rechner, mal an den dran stecken will, dann bin ich mit FAT gut gefahren. Wenn natürlich dann Ext kommt, ich glaube, ich habe es mal probiert, es ging nicht bei mir. Also der Hinweis, bei Debian ist es eine Zusatzinstallation.